Ja, hallo, mein Name ist Christine Kolbe von Mediale Pfade. Und in diesem Input heute soll es um rechtliche Fragen und rechtliche Risiken von Social Media Arbeit gehen. Es ist als eine erste allgemeine Einführung gedacht, also keine allumfassende Rechtsberatung zu diesem sehr umfänglichen Themengebiet. Die groben Themen, zu denen ich was sagen werde, sind einmal hier im Bild. Ich werde ganz kurz was zu den AGBs und Nutzungsbedingungen der Plattformbetreiber sagen, dann zum Thema Datenschutz und Social Media und dann genauer auf die beiden Themenblöcke Persönlichkeitsrecht und Urheberrecht eingehen und auch immer wieder die praktische Relevanz oder Handlungsmöglichkeiten auch darauf eingehen. Zu den Nutzungsbedingungen bei Facebook, Twitter, Instagram und auch anderen Social-Media-Plattformen ist es immer so, dass der Benutzer, also auch eine Organisation, zugleich einen Nutzungsvertrag abschließt mit dem Plattformbetreiber. Und der bezieht sich in der Regel immer auf eine allgemeine Geschäftsbedingung, also von dem jeweiligen Unternehmen, zum Beispiel Twitter, und dann nochmal speziellen Nutzungsbedingungen, was die speziellen Dienste anbelangt. Also zum Beispiel Facebook hat verschiedene Apps, die man dann noch dazu buchen kann sozusagen. Und auch nochmal jedes Unternehmen hat bestimmte Datenschutzbestimmungen. Und all das unterschreibt man oder stimmt man zu, indem man sich einen Account auf einem dieser Plattformen zulegt. Grundsätzlich ist es auch so bei Social-Media-Plattformen, sie sind ja in der Regel kostenlos, aber es geht immer in der Regel auch um ein bestimmtes Maß an einer Rechteabtretung an den eingestellten Inhalten, für die man aber trotzdem, darauf kommen wir später, selber verantwortlich ist. Es geht natürlich um bestimmte Bestimmungen für Marketing und Werbung, die man mit einem Nutzungsvertrag, denen man zustimmt, aber auch um allgemeine Verhaltensregeln, sowas wie Hasskommentare wird auch auf den Social-Media-Plattformen nochmal in einer extra Policy geregelt. Und bei Missachtung dieses Nutzungsvertrages drohen im schlimmsten Fall dann die Löschung des Kontos. Zum Thema Datenschutz und Social Media ist grundsätzlich zu sagen, ja, sie sammeln natürlich umfangreiche Daten. Welche Daten greifen Plattformbetreiber ab? Also es sind einmal die aktiven NutzerInnen-Daten, also alles das, was ich anfangs, wenn ich mich registriere, in die Kontaktdaten eintragen muss. Das sind eben viele verpflichtende Daten auch. Aber auch wenn ich aktiv auf meinem Social-Media-Account zugange bin, also etwa Gefällt-mir-Angaben, die Teilen-Funktion, all das sind Daten, die abgegriffen werden und auch Metadaten von den Inhalten, also die ich dort poste, zum Beispiel die Standorte, den Zeitpunkt. Das ist in der Regel, kann man das sehr genau einstellen bei den einzelnen Plattformen, da muss man auch genau hinschauen. Genau, und das zweite große Bereich an Daten sind auch automatisch oder maschinell generierte Daten. Also alles, was die Plattformen an Nutzerverhalten zum Beispiel tracken, also wirklich das Surfverhalten, wird abgespeichert, auf welche Links klicke ich. Und es gibt natürlich auch zu Werbezwecken, welche Werbung an welchem Nutzer eingespielt wird, auch größere Big Data-Analysen, also die größere Zusammenhänge da korrelieren. Da muss man sich einfach bewusst sein, also immer wenn auf Social Media, wenn man sich da bewegt, gibt man einen Teil seiner Daten ab. Für Organisationen und Institutionen oder auch für Einzelpersonen gibt es ein paar Handlungsregeln, wie der bestmögliche Datenschutz für einen selber gestaltet werden kann. Also die erste Regel ist auf jeden Fall Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen genau durchlesen. Hohe Sicherheitseinstellungen da auswählen, also auch bei Organisationen unter Umständen, auch bei den Mitgliederprofilen der Mitarbeitenden.
also dem Seitenbetreiber keine weitreichenden Nutzungsmöglichkeiten der Accountdaten überlassen. Und natürlich ein sicheres Passwort nutzen, geheim halten. Wenn man als Social Media Redaktion zum Beispiel in Teams an einem Account arbeitet, das natürlich auch nochmal besonders schützen, etwa durch einen Passwortmanager. Und auch ein guter Tipp ist generell das Surfverhalten nicht nachvollziehbar zu machen, indem man etwa gespeicherte Cookies auf dem Computer löscht oder mit einer entsprechenden Browser-Einstellung, dies verhindert. Grundsätzlich für die eigenen Follower, jetzt etwa für Organisationen gedacht, ist es immer eine gute Regel, also der Grundsatz der Datenvermeidung und Datensparsamkeit, also Daten, Nachrichten und Bilder, also in der Regel möglichst sparsam mit umzugehen, auch zu schauen, was poste ich, wie viel über wen. Und nur so viele personenbezogene Daten sammeln, wie für die jeweilige Anwendung unbedingt notwendig sind. Eine andere gute Handlungsanweisung ist eben auch immer eine transparente Aufklärung, etwa zu Analyse-Tools, wenn ich gegebenenfalls selber meine Social Media die Ergebnisse tracke und Daten sammle, das auch sehr transparent auf der eigenen Webseite, etwa mit einem Disclaimer und einer Datenschutzerklärung transparent zu machen. So, dann kommen wir jetzt zum Persönlichkeitsrecht. Ein großer Bereich, der wichtigste vielleicht im Bereich Social Media Arbeit. Grundsätzlich gilt nach dem Grundgesetz in Deutschland, dass jeder das Recht auf eine freie Entfaltung seiner Persönlichkeit hat, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt. Also es ist ein verfassungsrechtlich verankertes Recht, sehr, sehr wichtig. Und das Persönlichkeitsrecht gibt vor, dass es eben bestimmte Datenschutzrechte gibt und nicht jeder beliebig personenbezogene Daten von anderen erheben, speichern und verwenden, also auch etwa auf Social-Media-Kanälen nicht veröffentlichen darf. Was bedeutet das? Es bedeutet vor allem das Recht am eigenen Bild, also Social-Media, wissen wir alle, ist sehr bildbasiert, also die visuelle Nachrichtenwert ist total wichtig. Es geht nicht ohne Bilder, es geht natürlich auch nicht ohne Menschen, aber da muss man eben sehr genau hinschauen, wer ist auf dem Bild. Hier auf diesem Bild ist das relativ unproblematisch, das bin nämlich ich und mein Hund, aber das ist eben ein Bild von mir und ich gebe das hiermit frei. Ich habe die Zustimmung zu der Abbildung meiner Person gegeben. Der Hund ist unproblematisch, also auch Eigentum von anderen Menschen, das ist unproblematisch im öffentlichen Raum. Das bedarf eben meiner Zustimmung. Und hier unten die urheberrechtliche Angabe, also sollte das Bild nochmal geschützt sein, da kommen wir gleich drauf, darum geht es hier nicht. Sondern es geht darum, dass jeder wirklich selbst entscheiden kann, ob und unter welchen Bedingungen er oder sie auf einer öffentlichen Abbildung drauf sein mag oder ob es verbreitet und veröffentlicht werden darf. Was bedeutet das in der Praxis? Also ganz wichtig, immer sobald deutlich erkennbare Personen auf einem Bild sind, die Zustimmung einholen, am besten eine Einverständniserklärung schriftlich. Also die kann aber auch jederzeit rückgängig gemacht werden. Das ist der Standard. Also Persönlichkeitsrecht steht über allem. Wenn sich eine Person mit einem Bild nicht mehr wohlfühlt, dann müssen entsprechende Bilder zum Beispiel auch runtergenommen werden. Es gibt Ausnahmen. Persönlichkeitsrechte können eingeschränkt sein, wenn es sich um Personen des öffentlichen Lebens handelt und andere Grundrechte ansonsten nicht gewährleistet wären. Also das ist so ein typischer Grundrechtsabwägung, die hier eintreffen kann.
öffentliches Interesse an Informationen aus der Privatsphäre von solchen Personen, also Privatsphäre, nicht Intimsphäre, das ist schon nochmal eine wichtige Unterscheidung, ist dann berechtigt, wenn der Betroffene prominent ist oder öffentliches Aufsehen erregt. Und das kann passieren, also eben durch einfach Rang und Ansehen, das Amt, Einfluss, also aber auch Fähigkeiten und Taten. Das können PolitikerInnen sein, KünstlerInnen, berühmte SportlerInnen. Nochmal ganz wichtig, bei Kindern und Jugendlichen, die genießen ungestörte Privatsphäre. Also da ist auch absolute Priorität vor einem möglichen Medien- oder Veröffentlichungsinteresse solcher Bilder auf jeden Fall gegeben. Kommen wir dann zum Urheberrecht. Das Urheberrecht ist noch mal etwas anderes als das Persönlichkeitsrecht und das Recht am eigenen Bild. Grundsätzlich gilt das Urheberrecht, gilt natürlich auch in sozialen Netzwerken, etwa für Fotos, Musik, Videos, für alle Posts, für Zeitungsartikel. Und alles, was dort zu finden ist, ist in der Regel urheberrechtlich geschützt. Grundsätzlich gilt, was private Nutzer selbst gemacht haben, können sie auch nutzen. Also so, wie sie wollen, solange sie damit nicht in andere Rechte, zum Beispiel die Persönlichkeitsrechte anderer, eingreifen. Also auch hier sieht man wieder, das Urheberrecht ist auf jeden Fall dem Persönlichkeitsrecht untergeordnet. Ja, ganz spannend am Urheberrecht, oder was viele auch nicht wissen, ein Urheberrecht ist im Grunde automatisch. Also sobald ich eine kreative Leistung mit einer bestimmten Schöpfungshöhe, sagt man, also eine bestimmte Menge an eigener Idee vielleicht oder eine Länge zum Beispiel von einer Melodie, die Anzahl von Takten und die wirklich neu ist, sobald so ein Werk da ist, ist es urheberrechtlich geschützt. Das geht auch nicht weg. Also das ist einfach automatisch da als Urheber an das eigene Werk gekoppelt. Genau, und für eine Freigabe, also wenn ich mein Urheberrecht ich behalte es, aber ich möchte die Nutzungsrechte vielleicht übertragen, dann braucht es eine klar formulierte, explizite Vergabe dieser Rechte, was sich dann eben in Lizenzen und Lizenzverträgen abbildet. Aber ganz wichtig, auch wenn Fotos, zum Beispiel Texte, Grafiken, also ist ja im Internet im Grunde alles rein formal praktisch online zugänglich. Also wir wissen alle, wie wir Grafiken runterladen auf unseren Rechner. Das ist auch erlaubt für bestimmte Zwecke. Also wenn ich selber die Kopie zum Beispiel nur auf meiner eigenen Festplatte habe, aber ich darf sie nicht ohne Erlaubnis einfach wieder veröffentlichen oder irgendwas damit machen. Das Hochladen von Fotos, Videos, Musikdateien, zum Beispiel aus eigenen MP3-Speichern, also auch wenn ich irgendwie Alben mal gekauft habe, das geht alles total leicht. Aber da muss man sehr aufpassen, das ist alles meistens urheberrechtlich geschütztes Material. Und spielt auch keine Rolle, ob die Veröffentlichung auf einer Social-Media-Plattform etwa gemeinnützig ist. Also auch wenn ich sage, ich verdiene da ja kein Geld mit, ich bin eine gemeinnützige Organisation, es dient keinen kommerziellen Zwecken. Auch das ist nicht erlaubt, urheberrechtlich geschütztes Material weiter zu verbreiten und dort zu benutzen. Auch bei selbstproduziertem Material kann man das Urheberrecht verletzen, also zum Beispiel so Collagen oder Remixes, Mashups. Da muss man dann sehr genau hingucken. Also auch der Hut hier von dem Hamster oder Murmeltier, was es ist, ist vielleicht ein urheberrechtlich geschütztes Foto, ein Mikrofon, was ich vielleicht irgendwo ausschneide. Also auch wenn das noch so kleine Schnipsel sind, darf ich nicht machen. Ich darf es nur machen, da kommen wir gleich noch drauf, wie dieses Bild selber ist aus einer gemeinfreien Lizenz. Also das ist ein offenes Nutzungsrecht hier auf diesem Bild, das darf ich nehmen. Aber da muss man auch sehr aufpassen. Grundsätzlich gilt immer, wenn es geht,
die Urheber fragen, man kann fragen, es gibt E-Mail. Und wenn man keinen Kontakt zu dem Urheber, zu der Urheberin bekommt, dann lieber nicht machen. Auch ganz wichtig auf Social Media, was wir ja viel machen, wir verlinken fremdes Material. Das ist ganz, ganz gut zu wissen. Das fällt nicht unter das Urheberrecht in der Regel. Hier gilt normalerweise, es ist kein Verstoß, wenn ich den Link auf fremde Inhalte setze und wenn wiederum bei dieser Veröffentlichung selber keine Urheberrechte verletzt wurden. Und entscheidend ist dabei, ob ich, also als diejenige, die diesen Link jetzt setzt, von einer Rechtswidrigkeit weiß oder zumindest gewusst haben müsste, also wenn es offensichtlich eine Seite ist, wo illegale Filme zum Beispiel angeboten werden und ich verlinke auf diese Seite, dann ist es nicht rechtens, aber ansonsten darf ich das tun. Also Hyperlinks zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht direkt auf einen Download oder so verlinke, sind unproblematisch in der Regel. Wir haben hier mal einen Screenshot reingepackt von unserer Facebook-Seite. Also wir verlinken hier auch auf verschiedene Einrichtungen und Kollegen zum Beispiel und können das hier guten Gewissens tun, nicht nur, weil auch diese Personen selber wieder davon profitieren, von unserer Social-Media-Arbeit, sondern auch, weil wir einfach auf Originalmaterial verlinken, wo dann die entsprechenden Lizenzbedingungen auch wieder zu finden sind, auf diesen fremden Seiten sozusagen. Dasselbe gilt für das Einbetten von fremdem Material. Das sogenannte Embedding, also wenn ich zum Beispiel direkt ein Video in eine Seite oder in einen Facebook-Post wie hier einbette, auch das ist im Grunde nichts anderes als ein Hyperlink. Der Code wird hier, ein Code-Schnipsel wird hier eingebettet direkt in den Post, sodass ich das direkt hier abspielen kann, das YouTube-Video. Wir sehen hier auch den YouTube-Link direkt nochmal angegeben. Das ist nicht bei Embedding manchmal auch so versteckt, dass ich einfach das YouTube-Fenster in meinem Werk sozusagen mit drin habe, aber dennoch handelt es sich hier um eine Verlinkung. Sonderfall, Urheberrecht, sehr, sehr spannend und wichtig, auch für die Social-Media-Arbeit und im Netz ganz allgemein, sind die freien Lizenzen. Also es gibt eine Masse von sehr bewusst freigestellten Inhalten im Netz, von Bildern, Texten, auch Musik, Filme, also wo also Menschen sagen, ja, nutzt meine Werke, ich gebe sie frei. Da werden wir nochmal einen extra Input auch zu haben. Das ist ein System, womit ich als Laie auch festlegen kann, dass andere meine Inhalte nutzen dürfen. Das bekannteste Lizenzsystem sind da die Creative Commons. Kann man sich gerne anschauen. Das ist an bestimmte Bedingungen verknüpft. Hier links im Bild die Namensnennung, die das nicht bearbeiten, die nicht kommerzielle Nutzung. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich und macht einem natürlich auch die Social-Media-Arbeit leichter. Und man findet auch hier eben ja, viele schöne Bilder, interessante Texte und Artikel. Das ist eine ganz wichtige Ressource. Genau, das habe ich eigentlich alles schon gesagt. Ganz wichtig ist hier nochmal auch, dass das Persönlichkeitsrecht hier nochmal gegebenenfalls separat geklärt werden muss. Also das gilt halt nur für das Urheberrecht. Wenn ich eine freie Lizenz verwende, dann gehe ich davon aus, dass das geklärt ist. Aber ich muss halt schauen, dass ich da auch nicht Personen etwa abbilde, zum Beispiel, die nicht gefragt wurden. Noch ganz kurz, was ist, wenn gegen das Urheber- oder Persönlichkeitsrecht verstoßen wird? Da läuft es meistens so, dass derjenige, dessen Rechte verletzt wurden, sich selbst meldet und um Entfernung der Inhalte bittet. Das sollte dann auch umgehend erfolgen. Das ist ganz, ganz wichtig. Rechtsverletzungen auf Profilseiten
Rechtsverletzung auf Profilseiten, die gegen die Nutzungsbedingungen der sozialen Medien, also der Plattformbetreiber, Hinweisen verbunden sind, denen droht im Zweifel auch die Sperrung des eigenen Kontos. Und ja, das kann natürlich im Extremfall auch bedeuten, dass alle Kontakte und Informationen verloren gehen. Was auch auf jeden Fall wichtig ist zu wissen, also viele Branchen, Musik- und Filmindustrie, gehen sehr strikt gegen Rechteinhaber vor und haben auch zum Beispiel automatisierte Bots, die um solche Rechtsverletzungen ausfindig machen. Und genau, dann flattert im Zweifel eben eine Abmahnung ins Haus. Da wird man dann zum Entfernen der Inhalte aufgerufen und eine Unterlassungserklärung auch, dass man das in Zukunft nicht mehr tun wird. Das sollte man dann auch umgehend in Angriff nehmen. Aber auch da ist ja am besten Medienanwalt hinzuziehen. Das wäre hier ein deutlicher Hinweis. Hier haben wir noch mal weitere Informationen zusammengestellt. Wir beziehen uns hier unsere Quellen sehr stark auf die wunderbare iRights-Info-Seite. Da finden sich noch sehr, sehr viele spannende Artikel zum Thema Medienrecht und Recht und Social Media. Genau, noch ein Erklärvideo zum Urheberrecht haben wir hier verlinkt. Und damit verabschiede ich mich auch schon.